Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es mal wieder um den Windows Login. Und zwar werde ich euch zeigen, wie ihr an euer Windows-Account rankommt, wenn Windows mal wieder euer Kennwort vergessen hat, beziehungsweise an jeden beliebigen Windows-Account und das ohne das Kennwort zu kennen. Ja, indem wir das Kennwortfeld einfach freilassen und auf Weiter klicken. Das, was wir brauchen, ist ein kleines Programm hier. Ja, das nennt sich Conboot. Ich habe jetzt hier die 2.4er-Version. Aktuelle Version ist allerdings die 2.6er. Die 2.4er hier, das funktioniert nur bis Windows 8.1. Windows 10 wird hier nicht unterstützt, aber mit der 2.6er. Das funktioniert dann auch mit Windows 10. Das war mal ja, ein Open Source Tool, ein kostenloses Tool auch. Mittlerweile kostet das ein paar Euro. Aber ja, wenn ihr ein bisschen googelt, werdet ihr da bestimmt fündig. Das ist jetzt hier eine kleine RAR-Datei hier, eine Archive. Ich entpacke das jetzt auf dem Desktop hier. Und dann sieht es hier so aus. Ja, wir haben hier mehrere Dateien. Habe ich jetzt hier zum Beispiel einmal, kann ich mir hier einen USB-Stick erstellen. Einmal eine Diskette oder hier eine Image brennen. Ja, wichtig ist, dass sie natürlich bootable ist. Die CD, die wir brennen, ja, als bootable CD. Erforderlich ist auch, dass unsere Rechner vom USB-Stick oder CD bootet, beziehungsweise dass es ja dazu gebracht werden kann. Ich habe jetzt hier mal eine Windows 8 hier, ein Windows 8 Rechner. Das Kennwort, wenn wir vergessen haben, sieht so aus, das kennt jeder. Wenn wir das Kennwortfeld hier leer lassen und auf Weiter klicken, dann funktioniert auch nicht, was ja auch Sinn macht. Ja, wir können uns überhaupt nicht anmelden. Wenn wir jetzt hier mehrere, ich habe jetzt hier nur einen Account hier auf dem Rechner. Wenn wir mehrere Accounts haben, können wir hier ja, auswählen, mit welchem Account wir uns anmelden möchten. Ja, ich werde jetzt heute anhand einer CD hier, ja, das ist für mich jetzt einfacher, mit auf der virtuellen Maschine hier. Und zwar werde ich jetzt einfach mal meine CD-ROM hier einlegen. Ja, wenn ihr euch euren USB-Stick oder CD erstellt habt, dann einfach ja, USB-Stick mit dem Rechner verbinden bzw. CD einlegen. Und ich lege jetzt sozusagen meine CD hier ein. Ich wähle mir hier meine Image hier, ja, das ist die CD hier. Zack, die habe ich jetzt hier gemountet. Ja, sozusagen eingelegt. Bestätige das. Und jetzt starte nochmal neu den Rechner und sorge dafür natürlich, dass der hier vom CD bootet. Ich hoffe, das funktioniert. Genau. Und dann, ja, dann sieht es dann so aus hier. Conboot. Aktuelle Version sehen wir hier 2.4. Das Programm wird ganz kurz geladen. Ja, das wird in den Hauptspeicher geladen und macht jetzt nichts weiter als nur zu lauschen sozusagen. Die Windows startet jetzt ganz normal weiter. Und macht ja seine Routine hier. Das Programm lauscht im Hintergrund und ja auf die Windows-Routine sozusagen. Und wenn jetzt diese Passwort-Angabe hier, dieses Login-Maske kommt, dann schaltet sich das Programm wieder ein jetzt ganz kurz und schaltet diese Windows-Mechanismus, diese Windows-Routine aus, die es nicht erlaubt, mit dem leeren Kennwort sich anzumelden. Ja, und schaltet seine ein, die es ihm erlaubt.
Beziehungsweise, ich habe das mal getestet. Ich mache mal jetzt einfach, ich klicke jetzt einfach mal auf Weiter hier, ohne um dein Kennwort einzugeben, und schon sind wir an Windows angemeldet. Ja, ja, Sinn hier macht natürlich, wenn wir unser Kennwort vergessen haben und das auch zurücksetzen möchten, dass hier ein Administrator Account ausgewählt wird. Ich habe das auch mal getestet. Man kann hier auch irgendetwas eingeben, ja, und funktioniert auch. Also das spielt keine Rolle. Ihr könnt ja irgendetwas eingeben oder eben leer lassen das Feld und schon könnt ihr euch ja ziemlich schnell und einfach an jeden beliebigen Windows-Account anmelden. Ja, das wird hier und dann wieder abmelden und keiner würde auch merken. Ja, das Kennwort wird also nicht irgendwie geändert oder gelöscht oder sonst was. Wenn wir uns jetzt, ich werde jetzt mal wieder, beziehungsweise, ich nehme mal ganz kurz zum Zeigen hier, wenn ich jetzt die CD hier rausnehme und einmal neu starte. Dann wird das nicht mehr funktionieren, natürlich. Schauen wir mal ganz kurz einmal. So, jetzt startet Windows ganz normal. Und wenn das soweit ist, dann wird das natürlich nicht mehr funktionieren ohne den richtigen Kennwort. Genau, wenn ich jetzt einfach auf Weiterklicke, funktioniert nicht. Ja, oder wenn ich hier irgendwas eingebe, funktioniert natürlich auch nicht. Ja. Ja, das war's eigentlich auch schon alles wieder mal für heute, ganz kurz. Ja, ich hoffe, dass es euch irgendwie weitergebracht hat oder geholfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen, wie immer, wenn es euch gefallen hat. Ja, ich freue mich auch über einen Like oder ein Abo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und dann ja, können wir mit dem Netzbefehl unserem, also den Hosted-Modus aktivieren, sozusagen. Ja. Das machen wir, indem wir hier einfach Netz, Leerzeichen, WLAN, Set, Hosted-Modus, nee, Hosted-Network natürlich, Hosted-Network. Na, Mode, Hello. Dann geben wir uns einen Namen hier für unseren Hotspot, die SSID. Das können wir frei wählen. Ich nenne das jetzt mal einfach Hotspot und natürlich ein Passwort. Passwort 123. Und Enter. Wenn das funktioniert hat, bekommen wir hier diese Bestätigung hier, dass hier gehostete Netzwerk ist so festgelegt, dass das gehostete Netzwerk zugelassen wird. SSID wurde jetzt erfolgreich geändert und das Kennwort hier. Jetzt schmeißen wir wieder ein Netz und starten einfach unseren Hotspot. Ich überlege gerade, ja, machen wir erstmal Start, also Netz, Leerzeichen, WLAN, Start, WLAN, Leerzeichen, Start, Hosted Network und am besten, ich werde mal hier die Netzwerk- und Freigabezender öffnen und auf Adapter-Einstellungen. Ja, das ist jetzt hier mein WLAN-Adapter und das ist mein Ethernet-Connection. Ich bin jetzt mit dem Kabel verbunden. Wir werden jetzt sehen, wenn das jetzt startet, dass hier einen virtuellen Netzwerkadapter erscheint. Wenn das funktioniert, das dauert ein paar Sekunden in der Regel. Vertippt
Habe ich mich nicht irgendwie. Ah, okay. So, das gehostete Netzwerk wurde gestartet. Und hier haben wir schon unser, ja, das ist jetzt sozusagen, oder ja, die das virtuelle, eine virtuelle, ja, Schnittstelle. Das Hotspot ist jetzt gestartet. Ich weiß nicht. Den wird man jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, weil okay.